Wir sind heute auf dem Lavera Showfloor oder zumindest bei den Vorbereitungen dazu. Und ich habe hier eine zauberhafte junge Dame neben mir sitzen. Sie kommt aus Lüneburg und möchte von da aus jetzt die große Welt der Mode erobern. Hallo Rike, schön, dass du da bist. Schön, dass wir dich besuchen dürfen. Und ja, vielleicht magst du mal kurz erzählen, wer du so bist und was du so genau machst. Ich bin die Rike. Aus Lüneburg, wie du schon gesagt hast. Genau, habe Maßschneiderin gelernt, Herrenmaßschneiderin und habe noch Modedesign hinterher studiert und mache genau das jetzt. Habe mein eigenes Label gegründet, Henties, ja. Und arbeite jetzt mit dem Material Korkleder, Korkstoff und genau, mache da schöne Taschen draus im Moment. Und ja. Du sagst, du arbeitest mit Kork, ist ja jetzt nicht unbedingt das Material, was jeder so mit Mode verbindet, sondern eher so vielleicht mit Pinnwänden und Bodenbelegen. Wie kam es dazu, warum hast du dich für Kork entschieden und wie arbeitet man da überhaupt mit? Genau, das, man kennt ja nur die bröckelnden Pinnwände, ist ein bisschen schlecht. Das ist eigentlich echt wieder so, also es gibt keine Zufälle so richtig, aber in Hannover gab es, zu meiner Abschlusskollektion habe ich eben Material gesucht, womit ich arbeiten kann, was so ein bisschen innovativ ist, mal was anderes. Und da bin ich auf einen Laden gestoßen, der eben aus Portugal Taschen verkauft hat, die eben aus diesem Korkstoff waren. Bin ich reingelaufen zu der lieben Camo da Silva und habe gesagt, hallo, ich hätte gerne mal ein paar Infos dazu, wie ist denn das? Und die hat mich dann gesponsert für meine Abschlussmodenschau. Und genau, dann bin ich dran hängen geblieben irgendwie. Das war letztes Jahr im März. Und jetzt ist schon über ein Jahr her und ich hänge immer noch am Kork und das kann man super verarbeiten, das ist wie Butter, das denkt man gar nicht, es kann alles. Ja. Wie gehst du dann an so einen Entwurf ran? Was überlegst du dir dann? Wie lässt du dich vielleicht von irgendwas inspirieren? Ja, total wichtig ist ganz viel Freunde treffen und auch mal frei machen. So. Also wirklich auch mal die Seele baumeln lassen. So. Und dann kommen eigentlich die Ideen zu einem. Ne? Also klar, man recherchiert auch mal so im Internet, wie es jeder macht irgendwie. Aber oft ist das beim Arbeiten auch. Also ich fange dann was an, habe eine Idee und die verwerfe ich manchmal dann komplett, weil ich halt merke, das funktioniert so nicht. Oder und dann plötzlich kommt ein Rock raus, obwohl es eine Hose sein sollte. Und die ist dann, der ist dann halt eigentlich viel cooler als die Hose, genau. Und was für Stücke beinhaltet jetzt deine Linie quasi schon? Was machst du gerade? Genau, also ich bin ein Accessoire-Label im Moment noch und habe hauptsächlich Rucksäcke. Das wird hoffentlich noch erweitert, so. Aber genau, habe im Moment hauptsächlich Rucksäcke und kleine Accessoires, so Kulturtaschen, Federtaschen eben aus dem Material, weil das auch erstmal die Menschen kennenlernen müssen. Das merke ich auch immer wieder. Ist halt eben echt spezial, kriegt keine Wasserflecken und kann in Regen und so. Das glauben mir viele dann nicht irgendwie. Ist halt eigentlich eine Pinnwand, das geht doch nicht. Genau, richtig, das kann doch eigentlich gar nichts, aber das kann halt echt alles. Und genau, das sind so, also wie gesagt, kleine Täschchen, Rucksäcke, Taschen und ist aber alles sehr ausbaufähig und ich habe richtig Lust, da noch mehr draus zu machen, genau. Und hier jetzt auf dem Lavera Showfloor zeige ich aber auch eine ganze Kollektion, die ich halt entworfen habe mit Baumwolle aus Schadstofffreier Baumwolle und auch habe mich jetzt mal an eine Jacke gemacht und einen Mantel. Und das ist echt spannend, so auch für mich, weil ich da immer wieder merke, was Kork echt, was da so geht. Du sagst, erweitern willst du auf jeden Fall. Hast du da auch schon so eine Vorstellung, wo es dann eventuell hingehen kann? Ja, ich würde das echt gerne, also dass ich ein Accessoire-Label geworden bin, ist eigentlich auch, also war aus Versehen sozusagen. Es war eigentlich ein Rucksack aus meiner Abschlusskollektion, den relativ viele Leute irgendwie gefeiert haben. Und ich dachte so, okay. Dann habe ich echt ein paar davon verkauft, so auch aus Versehen. Selbstständigkeit war eigentlich gar nicht so geplant, so. Manchmal ist das dann einfach so, genau. Und würde das gerne tatsächlich auch auf Klamotten ausweiten und weiter mit dem Material arbeiten. Und eben jetzt habe ich auch so eine College-Jacke gemacht, das ist echt schon ziemlich cool. Und da würde ich gerne weiter dran arbeiten und das ausbauen mit echt richtig richtigen Outfits und Kleidungsstücken. Soll der Schwerpunkt dann auch weiterhin auf Kork liegen oder hast du überlegt, dass du vielleicht auch mal einmal weggehst davon? Und Genau. Ja, das habe ich jetzt auch auf jeden Fall gemerkt. Ne? Ich arbeite jetzt nicht nur mit Kork bei dieser Produktion und habe auch mit Segel, also gebrauchten Segel gearbeitet und habe auf jeden Fall auch Bock, das mehr irgendwie noch zu mischen und eben nicht ganz weg vom Kork, aber eben das irgendwie noch zusammen zu kombinieren mit anderen Materialien. Das ist schon schön, dann wirkt es auch noch viel geiler. Ja, ist auch schön, immer so ein bisschen den Kontrast zwischen Materialien. Genau. Soll es aber auch bei diesen nachhaltigen Materialien bleiben, ja? Ja, genau. Das auf jeden Fall. Das ist mir schon sehr wichtig.
Genau, ich arbeite ja auch noch mit der Behindertenwerkstatt zusammen in Lüneburg von der Lebenshilfe. Mhm. Mit der Näherei, mit Menschen mit Handicap. Und das ist auf jeden Fall auch eine ganz tolle Sache. Und deshalb diese Nachhaltigkeitsnummer, die sagt mir schon sehr zu. Und es macht unheimlich viel Spaß. Wird ja auch immer wichtiger, gerade in der Mode, genau, so das Nachhaltigkeitsthema. Du hast ja ganz frisch quasi dein Label gegründet. Erzähl mal kurz, wie es richtig dazu kam und wie das so war und was es vielleicht auch für Schwierigkeiten gab. Ja, es war auf jeden Fall aus Versehen, wie ich schon berichtet habe. Nach dem Abschluss war ich erstmal hängig in der Luft und wusste gar nicht irgendwie, was ich machen soll. Und dann war ich auf einer Messe mit der Carmo da Silva, die mir eben den Kork näher gebracht hat. Das war ganz lustig. Da habe ich einfach mal ein paar Rucksäcke genäht irgendwie und habe dann eben auch relativ viele verkauft und dachte dann so, huch, okay, das klappt ja, ist ja einfach. Und ja, dann habe ich mir eigentlich eine Steuertante gesucht, so, damit man da auf der sicheren Seite ist, ja, weil ich bin eben so ein Künstler, ne? Die haben es da nicht so. Und das ist eben sehr wichtig. Und sonst habe ich eigentlich einfach nur gemacht. So, das, nach dieser Messe habe ich weitergemacht. Ich habe weitergemacht, gemacht, gearbeitet. Ja. Das ist es dann wahrscheinlich auch am Ende. was würdest du vielleicht auch Leuten, die jetzt auch vor diesem Schritt stehen, raten? Gibt es da irgendwas, was du vielleicht in der Zeit auch gelernt hast, wie man es anders machen könnte oder wie man es sich einfacher machen könnte? Ich glaube, dass da jeder seine Erfahrung selber, das klingt so ein bisschen blabla, ne? Mhm. Aber ich glaube, dass da jeder irgendwie seine eigenen Erfahrungen machen muss. Und mein Tipp ist halt, also ich wurde tatsächlich auch schon gefragt, ich habe auch schon E-Mails bekommen mit, oh, können wir mal einen Kaffee und wie hast du denn das gemacht? Mhm. Und ich sage halt echt immer einfach so, wie ich eben schon gesagt habe, einfach machen, ne? Also klar muss da irgendwie ein Hintergrund sein. Ich habe eben auch zum Beispiel noch einen Teilzeitjob, aber der ist eben dann so, dass ich das alles super kombinieren kann. Mhm. Aber ich kann meine Miete bezahlen und bin irgendwie safe und kann ganz entspannt an die Sache rangehen. Man darf da nicht verkrampfen und man muss sich unheimlich viel Zeit geben und der ganzen Sache an sich. Also, ja, genau, man wird unheimlich ungeduldig und das ist bei mir jetzt echt völlig wieder irgendwie zurückgegangen, weil ich eben noch einen anderen Job habe, der mir Spaß macht und das langsam für mich ausbauen kann und genau, machen. Der Tipp ist machen und seine eigenen Erfahrungen machen und es macht unheimlich viel Spaß, auch wenn man unheimlich viele Tiefs hat, unbedingt so, die gehören dazu. Dann kommt immer wieder so ein Hoch, wie jetzt hier zu sitzen, ist halt mega irgendwie, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet und das muss man dann genau da irgendwie selber erfahren. Sehr schön. Ja, dann sind wir auch schon am Ende und ich bedanke mich sehr und gerne. Wünsche dir ganz viel Glück für morgen. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja.